Denn im Laufe der Geschichte steht sie und macht durch eine Mischung aus Tradition, Verwirrung und Bestrafung zu erhalten. Ein Mann, der sich hinter der Fassade der Loyalität verbirgt und gleichzeitig seine eigenen Geheimnisse zu schützen weiß, kann eine herrschende Organisation mit ihren eigenen Waffen schlagen und positiv auf deren Ideologie einwirken. Ich will das auch noch lesen. Typhoon von Lin Yu. Die Geschichte der Triaden ist in vieler Hinsicht die Geschichte des modernen Chinas. Eine weit verbreitete Mythos besagt, dass die Triaden aus der Widerstandsregierung gegen die Qing-Dynastie hervorgegangen sind. Sie kamen aus der Mandschurei, um die Hauptstadt Peking zu stürmen. Die Qing-Dynastie unterdrückte eine Rebellion in der Fukien-Provinz und rekrutierte Krieger, die später vom Kaiser verfolgt und getötet wurden. Die wenigen Überlebenden zogen sie in geheime Klöster zurück und nannten sich fortan Hung Mun. Sie sind verfolgt, nur ein einziges Ziel, die Qing zu stürzen. Dass Hung Mun verstand es, sich den politischen Verhältnissen anzupassen und sah sie als Beschützer des Volkes. Dies fiel auch so, als sie während des Zweiten Weltkriegs Gelder von japanischen Konzerten erhielt. Konzernen erhielt. So, Datenkurs. Hallo Maggie, ich schwöre, dass ich deinen Geburtstag nie wieder vergessen werde. 18. Juli ist in meinem Kalender für alle Zeiten vorgemerkt. Ich sehe nicht viel. Okay, Sicherheitsterminal. Hacken wir das mal. Bisschen Holz hacken. Aus, entriegelt, offen. Aus, aus. So, aber gut, dass die andere mich begleitet. Was mich zur nächsten Frage bringt. Wo ist denn jetzt die Frau? Einmal eine dumme Katze. So eine Katze, oder? Jetzt ist sie tot. Tut mir jetzt fast schon leid. Geld? Spiegel. Eine große Dusche. Oh, sowas hätte ich auch gern. Kannst du hier reinlegen und mich duschen lassen. Nee, dafür ist der Strahl zu schwach. So, wo ist jetzt die alte? Die ist doch angeblich hier irgendwo, oder? Was? Schrotflinte ist vielleicht nicht das präziseste Gewehr, oder ist das, weil ich die Katze getötet habe? Oder einfach nur, weil ich hier eingedrungen bin? Wo ist denn jetzt diese... Mei Feng Ling Feng Feng. Muss mich verarschen? Hä? Was hab ich jetzt kaputt gemacht? Der Opa war die doch hier unten. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Okay, wir suchen das nochmal. Ich würde schon gerne mit der reden. Also aufwärts. Tür, geh mal auf. I'm looking for me. You must be Mr. Denton. Was? Wieso steht die jetzt da? I will accompany you. Wieso steht die jetzt da und eben... Ach, leg mich doch. Hä? Hä? What? It's okay. Soll so bestimmt auch nicht sein. Mr. J.C. Denton, in the flesh. As dark and serious as his brother. You know who I am. And Paul? You know my brother? Intimately. Call me Maggie. Paul never mentioned you. That is why he is still alive. He can keep a secret even from his own brother. But why? Paul told you about Majestic 12, correct? The conspiracy behind UNATCO? Just the name. Majestic 12 sent Paul to murder the former Red Arrow leader. And me too. And he double-crossed them? Let's just say I persuaded him to join our side. What does Majestic 12 want with the Red Arrow? We are winning the Triad War against Majestic 12's ally, the Luminous Path.
We were developing a new technology. You might have heard about a sword. The dragon's tooth, right? The triads settle disputes in contests of skill, which includes the crafting of weapons. The dragon's tooth would have made us unstoppable. So Majestic 12. They're trying to tip the balance, give the Luminous Path a technological advantage. Exactly. I tried to warn the people of the danger. And the Luminous Path calls me a liar. The police have all the evidence they need to settle this, locked up in the station at the Wan Chai Market, but they will not act. Go and see. I know the code to their vault. 87342. It's only fair to tell you that I spoke with Gordon Quick before coming here. I thought he was a friend of my brother's. I agreed to visit you and learn the truth of the situation. Yes, you were seen. The new Red Arrow leader is Max Chen, and you don't have to go to the Lucky Money for him to know your activities. Now tell me about Paul. Why did he not return? There's something I have to tell you about Paul. Majestic 12 is arming the Luminous Path with the Dragon's Tooth Sword. We must find a way to end the war immediately. Miss Chow, Maggie, Paul is dead. What? You Natco agents killed him. I'm sorry. I understand how you must feel. No, it can't be! The floor coverings were made by hand in Tibet. Schön für dich, Gehe ich jetzt erst noch zu dem Ding? Ist die noch da, wenn ich jetzt wieder da hochgehe und so Zeug ausräume? Noch einmal. Ich hoffe doch, so war hier irgendwas. Ja. Gut, die Alte verfolgt mich nicht. Das ist schon mal schön. Können wir das ja schon mal nochmal erledigen. War jetzt nicht so schwierig. Komm, das machen wir mal alle aus. Das Nebenquest würde ich schon erfüllen gerne. Katze ist jetzt feindlich. Vielleicht töte ich sie dieses Mal einfach nicht. Gut, hier war nichts mehr. Vor allem eine Katze ist mir feindlich. Was soll sie denn machen? Die ist dann auch feindlich, sobald ich das tue. They say the guy's got some new kind of implants. Kann ich die erschießen oder? Ne, dann ist die auch feindlich. Ich glaube, die Nebenmission ist damit dann gerade gescheitert. Was mich zur theoretischen Frage bringt. You alright? He was a brave man. Yes. You tried. I know. I need to be aware. I know you're there, JC. So, dann gucken wir mal, ob wir da rauskommen und das Nebenquest erledigen können, ohne dass die hier irgendwas von mir mitbekommen. Was mich auch gleich zur nächsten Frage bringt, kann ich die 50 EP dann auch mitnehmen? Oder ist die dann wieder weg? Check your six. It could be anywhere. Habe ich vorher nochmal richtig gespeichert? Das wird nicht. Das heißt, ich muss jetzt sehen, dass ich da. It's over, JC. Super. It's over, JC. Was? Ich kann da nicht durchschießen. Ich kann da nicht durchschießen, okay. Ich will aber das Sekundärziel auch noch erfüllen. Och nö. Moment, funktioniert das vielleicht so? Polizeirevier, wo muss ich denn da jetzt hin? Das Passwort habe ich ja jetzt. Ich weiß, ich bin gierig, ich möchte mal alles haben. Ich muss auch mal meine anderen Projekte weiterspielen. Ach was. Ich muss sie eh alle beenden. Nein. Komm, der Scheiße. I myself have been watching Miss Chow. Ich bin daher gekommen. Ich bin von da gekommen. Ich glaube, ich bin von da gekommen, ja.
Richtig, das sind diese zwei Idioten wieder, die irgendwas von gefährlich und so Scheiße labern. Geht's denn da unten hin? Nicht dahin, wo ich hin will. Laufe ich hier gerade richtig? Ich bin da gerade skeptisch. Ich glaube fast nicht. Wie bin ich denn jetzt hier? Toll. Er legt ein Fernglas in den Karton auf irgendwo auf die Straße. Ja, Lieferdienst natürlich. Wer ist sonst? Wo komme ich da hin? Komme ich da richtig oder bin ich da dann auch wieder falsch? Nein, von der Musik her würde ich sagen, ich bin hier goldrichtig. Polizei. Polizei. Mgoiteko. Das ist die Kanalstraße. Ich weiß, wo ich hin muss, ungefähr. Ich habe so super überhaupt gar keinen Orientierungssinn. Und auch erstmal einen riesigen Umweg. Da, jetzt hab ich's gleich. Please, look around. Nein, ich hab nichts. Es ist schon überbrückt. Perfekt. Hab ich mitgedacht. So. Und jetzt. Deckungsbonus. Hey. Datenkubus. Bericht. Officer Tam wird hiermit von allen Vorwürfen der Fahrlässigkeit und Missachtung empfehlen, im Fall Aktenzeichen bla bla freigesprochen. Die Dienstaufsichtsbehörde ist der Ansicht, dass Officer Tams Vorgehenweise nicht notwendig, sondern angemessen war, um Opfer in die Zivilfunk zu vermeiden. Der Fall wird gegenwärtig nicht weiter verfolgt. Das ist ein leicht. Ja, Flammenwerfer, Panzerabwehrraketendienst, Napalmkanister. Sind die Inventarwerkzeug? Nee. Plasma-Magazin, 3 Sabotgranaten, Ballistikanzug, biologische Zelle. Ich soll einen Anwalt finden, einen umfassenden Überwachungsbericht über das Subjekt Maggie Cho. Miss Cho pflegt Verbindung zur Red Arrow Triade und dem Drachenkopf Max Cheng. Allerdings gibt es seit kurzem Hinweis darauf, dass sie über den Tod von Chens Vorgänger Yun Kung verantwortlich sein könnte. Die Ermordung Kungs hat den derzeitigen Bandenkrieg ausgelöst. Auch Miss Chos Kontakt zu Westerlife Corporation Gegenstand initiierter Ermittlungen. Wir gehen voraus, dass der Konzern ebenfalls mit Realien in Verbindung gebracht werden muss. Die Beamten des Distrikts kennen mehrere Möglichkeiten, mit Miss Chos Penthouse zu gelangen. Ein Lieferanteneingang in der Mühle, eine Baustelle im 7. Stock und das Dach. Im Falle einer Festnahme und Hausführung werden diese Möglichkeiten detailliert vorgeschrieben. Mehr ist hier nicht, oder was? Ich hätte jetzt irgendwie mehr erwartet. Das ist die nächste Frage übrigens. Muss ich danach wieder hierher laufen, oder? Ach, ich fühle, dass das so leicht zu tun. Oh, wait, das ist falsch. Finden wir jetzt den Weg zurück wieder. Das war jetzt, wahrscheinlich müssen wir danach wieder hier hinlaufen, weil das Missionsziel so nicht erfüllt wird. Vermutlich. Dann kann man wohl ausgehen. Hoch und dann da, wo diese zwei Typen stehen, da. Natürlich ist hier die Brücke kaputt. Wie auch immer die Brücke da kaputt ging und so, aber hey. Gut, es ist nur aus Holz gebaut. Scheinbar kein unkaputtbar Holz gewesen. So, laufen wir noch ein paar extra Runden. Ja, ja, bla bla. Hier ist kein Schwein weiter bereit. Echt mal. Geht ja gar nicht. Komm. So, oder? Strangers in Hong Kong, Gewehr. Ist mir das nicht mal geben? Na, ich schieße ihm später in den Kopf. So. Welcome to Queen's Tower. Ja, ja, bla bla.
Gut, dann muss ich wohl nochmal dahin, nochmal das ganze Gespräch über mich ergehen lassen. Komm, geh auf. Geh auf. Geh auf. Lass mich hoch. Ich habe das Gefühl, ich werde die eh alle umlegen müssen. Ich fürchte, drauf wird es hinauslaufen. I'm sorry. Miss Chow is not at home. Was? Yeah, well, tell her I know she double-crossed the red arrow and I intend to prove it. You are mistaken, Miss Chow. She should never have sent me to the police station. Now I know she's hiding something and I intend to find out what it is. No. No, you are mistaken. Guards! Hm. Das ist so richtig sinnbefreit jetzt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich würde die gerne gleich mit erschießen, ehrlich gesagt. Mache ich das jetzt am dümmsten? I'm looking for Maggie. Komme ich da Erfahrungspunkte, wenn ich mit ihr rede? Bewegt sich mal ein wenig schneller. Sie ist so fett, ich kann sie nicht mal wegschieben. Ups. Mann, Fehlschuss. Wollte ich nicht. Ich finde leider nichts. Okay. Bringen wir sie doch gleich um. So, gefunden Körper. Geh mal ein wenig rabiat vor, komm. Zeit, Stealth zu beenden. So, jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen. Wobei. Sonst taucht die später wieder auf und geht mir voll auf den Sack. Ich habe hier gar keinen Bock. Wahrscheinlich verpasse ich damit 20 Milliarden Erfahrungspunkte, aber Details. Hey, machen wir das zum dritten Mal, weil es beim ersten Mal und zweiten Mal ja noch so unspannend war. Aber beim dritten Mal, dann wird es bestimmt ganz spannend. Nein, wird es nicht. Katzen halten mehr aus als Ratten, habe ich gerade festgestellt. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Lass hier niemanden am Leben. Wenn niemand am Leben ist, dann weiß auch niemand, dass ich hier war. Das ist auch wieder perfekt gestealtht. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, ob ich das Nebenquest nicht erfüllen kann. Details. Greetings, JC. Definitely some. I have been observing you through this fascinating device in your skull. Greetings, JC Denton. I have been observing you through this fascinating device in your skull. You have found the proof we needed. Whoever's out there, give yourself up. There, inside the glass case. If you wish to be my ally, you will retrieve the sword and await my instructions. Oh my god! So stirbst denn du nicht, wenn ich in den Kopf schieß. He's down. Let's try to get an ID. Gibt's doch nicht. Hab ich noch irgendwas anderes dabei? Leider nein. Who's there? Did any greetings, JC Denton. I have been observing request backup. Nice work. Device in your skull. Okay, das wird so nix. Ja, scheiße. Greetings, definitely JC someone. Denton. I have been observing you through this fascinating device in your skull. He's down. Let's try to get an ID. Die töten mich zu schnell. Watch yourself. This one's some kind of mech. Wieso ist er jetzt auch immer hinter mir? It's Denton. Remember the briefing. That's the one. Okay, drop it. Das ist mal ganz viel Alarm aus. That's the one. Okay, drop it.
Sterbende, die nicht in den Kopf schießt.